Hey und herzlich willkommen zu einem kleinen ersten Tutorial, was ich heute mal machen wollte, denn wie ich gesehen habe, habe ich die 100 Abonnenten erreicht, was für mich ziemlich erstaunlich ist, dass so viele Leute sich meine Videos anschauen. Und da wollte ich euch einfach mal zeigen, denn das haben mich schon ganz viele gefragt, wie lasse ich denn eine Comicfigur, die ich ja oft zeichne, mit den runden Augen und der Stupsnase, wie lasse ich die denn so aussehen, dass sie zum Beispiel, ich habe hier mal ein sehr charakteristisches Beispiel mitgebracht, wie der gute Marty aussehen. Und das wollte ich euch einfach mal erklären, denn da gibt es ein paar Tricks, mit denen man das eigentlich ganz leicht hinbekommen kann. Und gerade bei jemandem wie Marty, der ja ein sehr charakteristisches Gesicht hat, ist das auch gar nicht so schwer, wie man sich vielleicht denkt. Was ich jetzt erkläre, das funktioniert auch nicht nur für den Comic-Stil, das funktioniert auch teilweise, wenn man realistisch zeichnet, denn solche Sachen wie die, die ich euch gleich erkläre, die geben einfach jedem Bild mehr Ausdruck, wenn man darauf achtet. Und das funktioniert auch mit Manga, das funktioniert mit sehr viel, ich habe das auch schon bei vielen Sachen ausprobiert. Und ja, fangen wir einfach mal an. Also, am wichtigsten ist, wenn ich jemanden wirklich treffen will, dann fange ich immer mit der Kopfform an, denn die Kopfform ist eins der charakteristischsten Dinge. Und um sich da ein bisschen leichter zu machen, fängt man immer einfach mal am besten, also mir fällt es damit am leichtesten, fängt man mit einem Kreis an. Das ist sozusagen dieser Teil hier, der obere Kopfteil. Und dann fängt man an, daran, also ich mal den mal ein bisschen stärker, damit ihr das auch seht in der Kamera. Fängt man an, hier zu schauen. Er hat hier einen sehr langen, geraden Teil an seinem Kopf. Dass man das hier runterzieht. Dann hat er hier sein Kinn, weil er auch das Gesicht verzieht, wie immer. Und hat dann hier das Kinn so. Und hier geht es hoch. Das ist, wenn man das am Anfang zeichnet, das ist nie ganz korrekt am Anfang. Also mir geht es immer so, dass ich das ganz oft nochmal nachzeichne. Das werdet ihr auch gleich sehen. So, mal schauen, sieht man das? Ja, das sieht man auch schon. Das ist jetzt auch noch nicht ganz symmetrisch, wie ich gerade feststelle. Auf jeden Fall, das ist erstmal so, um das Gesicht zu definieren, kann man so die Kopfform ganz gut rausarbeiten. Jetzt schaut man sich an, denn es ist auch ganz charakteristisch, wo die Augen liegen, ob die eher hier liegen, auf ganz weit unten, was sehr unrealistisch ist, das nur bei kleinen Kindern so ist manchmal. Und schaut sich an, hier liegen sie ungefähr, ich würde sagen, so. Ja, das könnte hinkommen. Zeichnet sich dann erstmal eine Augenlinie und hier das Fadenkreuz, was einfach... Ich mache das eigentlich immer mit noch, weil es gibt einem einfach Sicherheit mit den Proportionen auch vom Gesicht, die nicht immer ganz leicht sind. Jetzt, ich habe mir bei meinem Stil solche einfach ganz runden Augen. Ihr könnt da eigentlich alles machen, denn das funktioniert für jede Augenform. Ich schaue mir jetzt an, wie er seine Augen hier hat, und er hat die Augenbrauen sehr weit runtergezogen. Das heißt, ich kann die Augen von der Form ein bisschen anpassen. Man sollte dann auch immer schauen, dass man die Augen so platziert, dass sie nicht zu weit nach innen gerutscht sind, nicht zu weit nach außen gerutscht sind, dass ungefähr der Abstand zwischen den Augen und zwischen dem Rand des Kopfes noch so ist wie auf dem Originalbild. Und bei Comic kann man dann immer übertreiben, also zum Beispiel, wenn er jetzt die Augenbrauen so hier hat, dann kann ich sie sehr, sehr weit hochzeichnen. Man muss es gucken, wie das gut aussieht und was es auch für ein Stil ist. Auf jeden Fall passe ich immer die Augenform auch mit an, denn das funktioniert eigentlich ganz gut, wenn man eigentlich runde Augen hat und dann so die Augen mit anfasst, dann haben die Augen schon ein bisschen so die Formen, die es dann mal gehen soll, vom Ausdruck her, denn das ist auch ganz wichtig, dass man den Ausdruck hinbekommt. Und das ist auch eine der schwierigsten Sachen, auch wenn ich so ein realistisches Porträt zeichne, wie das von Frodo oder das von
Fräulein Chaos, dann ist es auch ganz wichtig, dass man den Ausdruck trifft und das ist, ich kann es euch sagen, das ist eines der schwierigsten Sachen. Und damit haben auch, glaube ich, die meisten noch so Probleme, wenn sie irgendjemanden zeichnen wollen, dass der Ausdruck stimmt. Und das ist das Einzige, was man machen kann, ist das zu üben und sich wirklich solche Sachen anschauen, wie zum Beispiel die Augenbrauen. Also die sind ganz charakteristisch. Das ist eines der wichtigsten Sachen, dass man die Augenbrauen richtig macht, denn sonst funktioniert es einfach nicht. Wenn die Augenbrauen falsch sind, wenn ich jetzt hier solche Augenbrauen hinmachen würde, dann würde das vom Ausdruck überhaupt nicht hinpassen. Und ja, deswegen, ja, hier ist mein Bild wieder. Deswegen funktioniert das auch sonst gar nicht. Und ja, ich skizziere jetzt mal die Augenbrauen hier hin. Die funktionieren auch bei mir nicht immer beim ersten Mal. Die sind sehr schwierig. Die haben hier einen leichten Knick. Das ist immer ganz wichtig, wenn so die Augenbrauen so einen Knick machen, dann sollte man das auch wirklich mitzeichnen, auch wenn es nur im Originalbild ganz leicht ist, dann kann man das auch mal ein bisschen übertreiben. Dann kann man das hier so hochziehen und dann wirklich mal ganz extrem hier diesen Knick reinmachen. Und jetzt seht ihr, jetzt sind auf jeden Fall schon so die Augenbrauen, kann ich auch noch so ein bisschen mehr, hier haben wir so eine leichte Biegung. Das ist erstmal jetzt nur so von den Augenbrauen her. Und da stimmt jetzt so von den, wenn ihr euch nur die Augen anschaut, stimmt jetzt, obwohl es was ganz anderes ist, hier sind die Augen rund und nicht so realistisch wie hier, aber es stimmt schon mal vom Ausdruck her, von den Augen her. Wenn ihr jetzt mal die Pupillen reinsetzt, ich mache es wie gesagt, das ist, ich habe mir den Stil ja ausgedacht, weil er so simpel ist und weil ich, als ich angefangen habe am Computer zu zeichnen, was Simples brauchte. So, ihr müsst auch immer gucken, das sieht von Anfang an nicht aus wie das, was ihr zeichnen sollt. Das ist immer so, dass es eigentlich am Anfang sieht es immer ein bisschen anders aus. Und das wird auch vielleicht jetzt nicht direkt dann gleich so aussehen, wie ich das haben will, denn man macht da einfach immer Fehler und das ist was ganz Normales, wenn ihr merkt, es funktioniert nicht, dann zeichnet einfach weiter, bessert es aus und wenn man was verbessert, dann kann man es im Endeffekt dann auch besser machen. Also wenn man sich, manchmal ist es so, ich denke an einem Tag, das Bild ist super perfekt. Dann schaue ich am nächsten Tag drauf und merke, Mist, was hast du denn da jetzt gezeichnet? Radiere nochmal alles weg und zeichne nochmal von vorne. Genau, ich fange jetzt hier auch schon an, mal die Ohren anzudeuten. Die haben bei ihm nämlich auch eine Form, die man sonst nicht so oft sieht. Deswegen würde ich die bei ihm auf jeden Fall auch immer mitmalen. Manchmal lasse ich die Ohren noch einfach weg oder mache sie hinter Haare. Und ja, so, genau. Das ist dann auch immer schwierig, das natürlich so hinzubekommen, dass die Ohren beide gleich auf der Höhe sind. Aber ihr müsst euch von den Ohren eigentlich mal anschauen. Die Ohren enden, also die Ohren, die fangen da an, wo die Augen sind. Hier ist es jetzt, weil er die Augen so weit runterzieht, ist es jetzt ein bisschen drüber. Und hier seht ihr, wo die Ohren enden. Die enden kurz über der Nase. Also eigentlich enden sie auf Nasenhöhe, aber das Bild ist ein bisschen verzerrt dadurch, dass er sein Gesicht so verzerrt. Eigentlich enden die Ohren auf Nasenhöhe. Die Nase würde ich jetzt mal, ich mache immer nur so eine gebogene Linie. Das ist auch, ich mache das immer unterschiedlich, je nachdem, wie die Nase der Person ist. Ich bin noch nicht ganz zufrieden hier mit der. Und genau, mal das zweite Ohr hier hin. Genau, ihr seht jetzt, die Ohren stimmen jetzt auch noch nicht so ganz. Ja, also man muss einfach immer wieder Blick auf das Bild, auf die Vorlage, Blick auf das, was ihr malt. Und dann noch einfach so wie so ein Korrekturblick, das ist was ganz Wichtiges. Es ist vor allem bei sowas ist es
wenn man das, das muss man auch trainieren ein bisschen, dass man einfach mal so, jetzt habe ich hier, er hat eine sehr hohe Stirn, die wird wahrscheinlich sogar über die Kopflinie gehen, habe ich hier mal den Haaransatz, so, der sehr gerade nach oben geht. Und genau, der geht dann hier so rüber, hat hier so ein leichtes Dreieck, wie das manche Leute so haben. Und geht hier so, ja, so ungefähr. Das kommt doch schon ganz gut hin. Jetzt hier kommen dann die Haare hin, die male ich nachher. Genau, jetzt kommen wir mal zum Mund. Das ist, glaube ich, bei diesem Bild mit das Schwierigste. Da sitze ich dann auch immer lange, weil der Mund ist sehr ausdrucksstark, wie wir das vom guten Marty ja kennen. Und zieht sich hier so hoch. Und da kann man dann auch wirklich mal übertreiben und den ein bisschen weiter hochziehen, als er eigentlich ist. Muss man gucken, wie weit es noch gut aussieht. Das ist hier ein bisschen zu weit. Und das kann man dann wirklich mal übertreiben. Also ich habe keinen sehr übertriebenen Comic-Stil, aber da sieht man ja teilweise, dass der Mund bis hier hochgezogen ist bei manchen. So, genau. Das sieht doch jetzt schon mal, wenn man fragen würde, wer ist das? Das könnte man schon auf Marty kommen. Jetzt haben wir den Mund. Machen wir noch ein paar Zähne rein. So, die deute ich auch immer nur an. Oh, jetzt sieht es aus, als hätte er eine Zahnlücke. Ah ja, auf jeden Fall, ich lasse die erstmal weg. Die sind auch nicht so wichtig, die Zähne. So, okay. Jetzt hat er schon mal das Wichtigste im Gesicht und jetzt geht es noch so ein bisschen an das Feinausbessern. Denn zum Beispiel diese Linien hier, die hier so von der Nase sich runterziehen und dann hier so am Mund lang. Dadurch, dass das jetzt alles ein bisschen übertrieben ist, kann man das hier auch mal richtig so ziehen, diese Grübchen, die er hier hat. Und auch hier hat er Grübchen, die kann man, die muss man nicht mit einzeichnen, aber wenn man zum Beispiel sieht, ach, das sieht noch gar nicht so wirklich nach ihm aus, dann kann man nach sowas kann man dann immer schauen. Oder auch, dass er hier so leicht Bartansatz hat, kann man dann schauen, dass das funktioniert. Mir ist die Nase noch ein bisschen zu schmal. Das schaue ich dann, aber man kann auch ja die Nasen so hier machen oder es gibt ja so verschiedene Arten Nasen zu malen oder wenn man sie realistisch malt, ist das das gleiche Problem, dass sie einem manchmal zu schmal ist, manchmal zu weit, wie jetzt zum Beispiel, zu breit. Und genau, dann kann man einfach das so oft wie man will nochmal wiederholen und dann wird das auch was, denn ihr seht jetzt schon, das sieht schon nach Marty aus. Er hat hier noch solche leichten Falten unter den Augen, wie das eigentlich auch jeder Mensch hat. Die male ich auch nicht immer mit, aber die sind auch manchmal echt sinnvoll, denn sowas gibt dann auch noch mehr Ausdruck. Hier mache ich noch ein bisschen die Kinnlinie. Genau, jetzt machen wir hier mal die Haare. Bei den Haaren, da, wenn ich das vorzeichne, gebe ich mir da nicht so viel Mühe. Das merke ich dann immer erst, wenn es wirklich ans Haarezeichnen geht, dass ich damit eigentlich ziemliche Probleme habe. Aber so ungefähr, so nur von der Höhe, das ist, stimmt, jetzt ist natürlich die Kopflinie ganz schön extrem, der Ansatz. Ist auch, glaube ich, noch ein bisschen zu hoch. Das muss man noch immer gucken, dass das von den Proportionen her stimmt. Da kann man auch mal, wenn ihr zum Beispiel einen Stift habt, könnt ihr das so dran halten und könnt mal ausmessen, so wie die Proportionen sind und wie die auch im Verhältnis zueinander stehen. Jetzt ist es zum Beispiel so, dass ungefähr hier zwischen
dass das so in fast ein Drittel ist. Das ist hier die Hälfte davon ist so wie der Abstand, also so, das ist hier, das ist ein bisschen höher als ein Drittel, aber das ist, dass man sich das so anschauen kann. Ich brauche mal einen ordentlichen Radiergummi. Genau. Ich werde jetzt das Ganze mal soweit fertigstellen mit den Haaren und werde einfach vorspulen. Und ihr seht das dann im Schnelldurchlauf. Ich werde das nochmal mit bisschen Schatten versehen, den Hals noch zu machen, den T-Shirt-Ansatz. Aber ich denke, ihr habt das von den Proportionen her schon gesehen. Und ja, viel Spaß beim Anschauen jetzt.